hat jetzt wieder ein Moratorium für Gorleben gegeben. Der Bundesumweltminister hat dann leider gesagt, jetzt müssen wir erstmal erkunden, ob es woanders noch Möglichkeiten gibt. Anstatt an dem Endlager, wo bis jetzt kein Indiz ist, dass es nicht klappen könnte, weiterzuarbeiten. Und das bemängle ich. Man führt mich durch den Salzstock in 800 Meter Tiefe. Ausschließlich diesen Salzstock favorisieren Union und Atomwirtschaft als Endlager. Nichts spreche gegen Gorleben, behaupten sie. Ich frage Wissenschaftler, ihr Urteil ist vernichtend. Das Problem besteht darin, dass über dem Salzstock keine geschlossene Tonschicht vorhanden ist, die den Salzstock vom Wasser darüber abtrennen würde. Im Prinzip ist alles das bestätigt worden, was man vorher schon befürchtet hatte. Also ein untaugliches Deckgebirge, ein untaugliches Salzgebirge darunter. Und wenn Wasser, ja, Wasser ist das Transportmittel schlechthin, wenn Wasser eindringt, dann haben wir das Transportmittel im Salzstock und dann löst sich das Salz, es kann sonst was passieren. Also man muss dann damit rechnen, dass die Radionuklide dann den Weg in die Biosphäre finden. Und das ist dann die Sphäre, auf der wir leben. Heißt das, Gorleben könnte dasselbe passieren wie mit der Asse? Ja. Ja, nicht so schnell, aber im Laufe der Zeit grundsätzlich ja. Angela Merkel ist seit langem mit dem Thema Endlagerung vertraut. Als ehemalige Bundesumweltministerin war sie sogar mitverantwortlich für den fahrlässigen Umgang mit dem Atommüll. Gab es keine Warnungen? Doch. Wir bei Kontraste haben entsprechende Dokumente entdeckt. Sie belegen, dass es sehr wohl massive Sicherheitsbedenken gab, die der damaligen Bundesumweltministerin bekannt gewesen sein mussten. Sie erinnern sich, wer das war? Angela Merkel. Inzwischen schlägt sogar Merkels Fachabteilung für Strahlenschutz zu Asse Alarm. In diesem Schreiben, das Kontraste vorliegt, besteht neuen Berechnungen zufolge die Gefahr, dass Radionuklide aus dem eingelagerten Abfall in die Umwelt freigesetzt werden. Durch das Absaufen der Grube ist das Trinkwasser bedroht. In den Wasserwerken nahe der Asse könnten schon bald die Dosisbelastungen über dem Hundertfachen der Grenzwerte liegen. Die damalige Umweltministerin Merkel informiert die Öffentlichkeit nicht über die Gefahren. Die heutige Bundeskanzlerin will sich persönlich dazu nicht äußern. Den Grund für Angela Merkels Schweigen könnte dieses Schreiben liefern, auf das Kontraste jetzt gestoßen ist. Die Strahlenschutzbehörde warnt das Bundesumweltministerium bereits 1996 darüber, dass große Schwierigkeiten bei diesem Versuchsendlager, der Asse, die Salzlinie als Endlager Würzgestein in Frage stellen könnte. In diesem Falle wären das ERAM, also Morsleben, nicht mehr zu halten. Sie aber wusste genau, was sie tat. Angela Merkel, damals Bundesumweltministerin. Mit Brachialgewalt setzte sie noch in den 90er Jahren durch, dass das ehemalige DDR-Endlager Moorsleben einfach weiter genutzt wurde, ließ zigtausend Kubikmeter Atommüll aus westdeutschen Reaktoren hier billig einlagern. Auch Moorsleben, ein Salzbergwerk. Auch in Moorsleben tritt Wasser ein. Trotzdem? Ich halte Moorsleben in dem Maße, wie wir es heute nutzen, für sicher. Bilder von heute. Angies strahlende Altlast. Moorsleben, so erklärt man mir, wäre nach bundesdeutschem Atomrecht niemals als Endlager genehmigt worden. Das jetzt nachträglich zu sanieren und sicher abzudichten, kostet Milliarden an Steuergeldern. Warner wurden systematisch klein gemacht. Ich treffe mich mit der ehemaligen Landesumweltministerin von Sachsen-Anhalt. Sie hatte versucht, die Einlagerung des Atommülls in Moorsleben per ministerieller Verfügung zu stoppen. Frau Merkel hat mit einer 50-seitigen Weisung in einem sehr harschen Ton uns mitgeteilt, dass wir erstens solche Einlagerungsstopp nicht verfügen können und dass wir zweitens in Zukunft unseren Mund zu halten haben. Es war ein Maulkorb-Erlass, Stellungnahmen nur noch im Einvernehmen mit dem BMU. Würden Sie sagen, der Ton, den Frau Merkel da gewählt hat, war rüde? Mehr als rüde. Also ich hätte erwartet, dass man da eventuell auch mal miteinander wirklich einen Hörer in die Hand nimmt, auch über solche Belange redet. Sie ist Physikerin. Sie hätte eigentlich auch die Bedenken, die wir hatten, verstehen müssen. Erst ein Richterspruch konnte Angela Merkel Einhalt gebieten. Wiederholt haben wir über CDU und Kanzleramt versucht, ein Interview mit ihr zu bekommen, vergeblich.
Deshalb ein direkter Versuch vor einem öffentlichen Auftritt in Duisburg. Ich grüße dich nach Duisburg. Frau Bundeskanzlerin, Christoph Lübcke, Norddeutscher Rundfunk. Darf ich Ihnen eine kurze Frage stellen zu Moorsleben? Also wir sind jetzt hier bei der Frauenunion und jetzt... Ja, wir versuchen dauernd ein Interview dazu von Ihnen zu kriegen und kriegen keins. Können wir es nach der Rede machen?